Heute bei Retro Today. Zero Sphere für den Amiga. Hallo und herzlich willkommen zu Retro Today. Servus. So, wir schauen uns mal wieder ein Amiga-Spiel an, ein neues. In Schachtel noch original verschweißt die Zero Sphere Collector's Edition. Ja, Zero Sphere, ein Jump'n'Run mit einem Jump'n'Run mit Augenzwinkern. Und das Augenzwinkern, das werdet ihr und der Markus gleich verstehen, ist ursprünglich 2016 erschienen, kostenlos. Und das ist jetzt die 2018 erschienene Collector's Edition in schöner Schachtel mit Extras und erweitert um, glaube ich, zusätzliche Level und zusätzliche Extras. Also nicht nur das gleiche Spiel in der Schachtel, sondern auch nochmal erweitert. So, ich mache das jetzt mal auf hier. Es ist von Polyplay. Genau, es ist das erste Amiga-Spiel, was von Polyplay gepublished ist. Hoffentlich nicht das letzte. Und das wissen wir ja, da sind immer schöne Sachen in der Schachtel drin. Ja. Und dann bin ich schon mal ganz gespannt, was wir hier in dieser Amiga-Schachtel finden werden. So, erstmal jetzt ohne Folie. So sieht's von vorne aus. Und so sieht's von hinten aus mit Screenshots. Oh Gott, nein, komm, du kannst das jetzt nicht wieder weglegen. Weil da. Oh, und guck mal. Überall runter steht's drauf. Runter. Wahnsinn. So. 3,5 Zoll Diskette. Und also zum einen ist da ein Jojo drin. Markus. Ist das nicht cool? Kannst du eigentlich Jojo? Ich konnte das ja nie können, so richtig. Können nicht, aber... Dann das mal gucken. Versuch doch mal. Glück. Mal gucken, ob der... Oh Gott. Ja. Und jetzt bitte vor der Kamera. La 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 la. Aber ist der nicht putzig? Tada! Ja, er kann es. Nein, also, ja, es gibt Leute, die können das und ich hab's zumindest... Genau, also hier ist wieder eine SD-Karte, Micro-SD-Karte mit dabei. Da ist dann wahrscheinlich das Emulator-Image drauf, top, wie wir das ja so kennen. Dann sind da Aufkleber dabei, zum Beispiel hier von Squinty, heißt der, glaube ich. Das ist die Figur aus dem Spiel. Dann haben wir da, das sieht aus wie ein Poster. Ne? Nicht kaputt machen. Gleich, ich hab's gleich. Da. Genau. Poster Zero Sphere Collector's Edition. Und das eigentliche Spiel ist in so einem Digipack nochmal eingeschweißt. Also auf jeden Fall Spiele von Polyplay immer was für Sammler, die auf Shrinkwrapped stehen, original verschweißt. Das macht's ja gleich nochmal für den Sammler nochmal wertvoller. Weil man dann sieht, dass es noch nicht geöffnet war. Aber wir wollen es natürlich spielen. Deswegen werdet ihr bei uns original verschweißte Sachen immer nur temporär sehen, bis wir es dann halt mal geöffnet und gespielt haben. Was wir damit ein Vermögen verbrennen. Ja, für manche Sachen für manche Sachen rentiert es sich theoretisch, sich nochmal die schöne im Regal stehen zu lassen und sich nochmal für kleines Geld eine verranzte Version zu holen. Aber auf der anderen Seite, es gibt ja auch so die Bestrebung, dass du Comichefte zum Beispiel gar nicht lesen darfst, sondern du musst die, weil wenn du die aufblätterst, dann knackt das hinten ja und dann diesen Falz schon, Falz und dann gibt es Schaden und so weiter und dann verliert es ja an Wert. Dann ist nur die Frage, wenn man ein Comicheft hat, was, sobald man es dem Bezweck, es zu lesen, zuführt, Wert verliert. Was bringt mir das? Du musst dir einfach jedes Comicheft zweimal holen,
Das eine lässt du unangetastet, das zweite liest du. Und nach einer Weile ist das Ungelesene so viel wert, dass du den Kauf von dem Gelesenen damit schon wieder gegenfinanzieren kannst. Mindestens. Mindestens. Ja, also auf jeden Fall hier das Digipack. Und da ist eine Diskette drin. Genau, die Zero Sphere Collectors Edition Diskette. Ich hätte jetzt in so einer Pack eher ja eine CD erwartet, ne? Ja, das ist jetzt die Digipack-Version von mit Diskette. Und wir haben auch noch, also es gibt diese Collectors Edition dann mit verschiedenen, also das finde ich ganz praktisch quasi, mit verschiedenen Einlegern. Wir haben nämlich hier auch noch den Einleger für die CD32-Version. Da ist dann eben an der Stelle eine CD. Und es gibt auch noch eine, die habe ich jetzt gerade hier nicht, aber die sieht halt, also sieht genau so aus, mit der CD-Version, die nicht die CD32-Version ist. Und die CD32-Version, also ist einfach, dass du auf dem CD32 booten kannst. Da musst du noch ein bisschen was speziell tun dafür. Ja. Na, das Spiel ist, wenn ich es richtig im Vorfeld gelesen habe, auf allen Plattformen das gleiche. Die CD-Version ist einfach, das ist halt, wer kein Diskettenlaufwerk hat oder kann es von CD nutzen. Da ist jetzt aber kein, da ist aber nicht mehr Spiel dabei. Ja, es ist für OCS-Amigas, das heißt, läuft auf dem 500er und auf dem CD32, also auf dem CD32. Kann man das natürlich dann in der CD32-Version auch spielen, aber es wird halt nicht voll ausgenutzt. Weil es halt eigentlich ein Mega 500-Spiel ist. Der langweilt sich ein bisschen. Ja, so würde ich es jetzt nicht nennen, aber ich würde sagen, wir probieren es einfach mal aus, wie sehr sich langweilt. Und wir starten mal. Nein, machen wir so nicht. Ach, immer wieder der Emulator-Moment. Das haben wir gleich. Soll ich dir denn schon mal eine CD einlegen? Ja, nee, noch nicht. Denn stilecht müssen wir beim CD32 uns erst das Intro angucken. So. Amiga CD32. Finde ich immer großartig. Und jetzt, Markus, darfst du deines Amtes walten und die CD einlegen. Dann mache ich das mal. So, derweil räume ich mal ein bisschen hier wieder in die Schachtel rein. Ist drin. Sehr gut. Jetzt müssten wir gleich sehen, wie sich das CD anfängt zu drehen. Das CD? Das CD. Ach, das CD meinst du? Genau. Das dreht sich aber komisch. Da steht ja immer CD. Ja. Oh, das kenne ich vom Faktor 5 Intro. Von Rainbow Arts meinst du? Rainbow Arts, stimmt. Genau. Ich würde sagen, rein zufällig, gar nicht zufällig erinnert es daran. Boink. So, ich lasse mal die Anleitung draußen, dass wir da mal gucken können. Und jetzt schauen wir uns erstmal das Intro an. Space, the final frontier. Der Text kommt mir auch bekannt vor. Our hero Squinty was cruising around. Minding his own business. He was approaching planet Odak 3 when suddenly... Boom, stürzt er ab. A real party. Squinty's ship had crashed. Luckily, he noticed a sign. Advertising a festivity of some kind. Curious, Squinty went in. Oh nein! Squinty faced his arch enemy, Odak. What is this thing? Oh, just my dimensional transformer. Open zwei Dings ist. To rule the world! Lieber sowas als ein Speicherkürbis. Stay right there, I will show you. Boops. Squinty was confused. Everything he saw
was very distorted. But when he squinted hard... Feuerknopf. Also, ach so. He could see normally for a time. Only you can help defeat Odak. By collecting all gems, of course. So, also, der böse Odak will die Welt erobern und hat die Dimensionen transformiert und alles ist verzerrt, außer wenn man die Augen zusammenkneift. Und um ihn zu besiegen, muss man Sachen einsammeln. Fire to jump. Up genau. To jump. Also man kann es entweder mit Joystick spielen und das machen wir jetzt auch, weil der CD32-Controller, mit dem geht's auch. Also wenn man es eben am CD32 spielt, aber der ist so schwer am Rechner anzuschließen. Also wir spielen jetzt hier auch im Emulator und da fehlt mir noch der Adapter dafür. Deswegen spielen wir es einfach mit einem normalen Joystick. Machen wir doch. Genau. Markus, magst du anfangen? Machen wir doch. So, die Crunching. Escape from Odak's Lab. 40 Level gibt's. Get ready. Gut. Yep. So, und da sehen wir schon, die Dimensionen sind verzerrt. Das heißt, alles, also in so einem Bereich um Squinty herum sieht es noch normal aus. Nach oben und unten verzerrt sich es massiv. Und wenn du mal ganz kurz Feuer drückst, genau, dann siehst du, wie man alles sieht, aber dann geht die Squint-Energie geht runter. Das heißt, du kannst quasi nur kurz zur Orientierung machen. So, 3 Leben, noch 70 Zeit. Das Ganze geht auch wieder auf Zeit. Genau. Und noch ein Gem, jetzt hast du einen. Jetzt kannst du zum Ausgang. Oh, was ist denn das da hinten? Das ist der Ausgang. Das ist der Ausgang? Das ist der Ausgang. Ah, das ist der Ausgang. Diese Zeitroutine, die hat mich jetzt irgendwie an Giant Assistance erinnert, dieses am Ende des Levels. Islands in the sky, that's crazy. Na dann, schauen wir uns mal die verrückten. Ah! Gut, die gehen also kaputt. Oder? Nee, ich glaube, der sah nur größer aus. Der sah hier nur größer aus. Zwei noch. Ah, das war neue Squint-Energie. Und da hat die Faust, also der Finger, die Richtung gezeigt. Very good. Can you swim? No. No. Dann schauen wir mal. Ah, da ist Wasser. Deswegen fragt, ob ich schwimmen kann. Mhm. Ah! Aber du kannst. Die Sachen. Blöcke kommen ja auch irgendwie bekannt vor. So absichtlich gesquintet eben oder? Nein, ich habe gar nicht gesquintet. Hast du nicht? Ich glaube nicht. Aber er hat gemacht. Vielleicht bist du versehen. Ich ah, dann hat er den Feuerknopf. Ja, ja. Genau. Ah, da ist übrigens. Dieses Symbol, glaube ich, wo du genau weißt, da wird der Ausgang entstehen, wenn ich das. Genau. Das war Wasser. Ich wollte auch springen. Ja. Can you swim? No. Ah, jetzt muss man den Level von. Nee, muss man nicht. Muss nicht den Level von vorne machen. Das ist ja praktisch. Water ist was? Deadly. Deadly. OMG, there are bees on this planet! Superpillen. Superpillen, die Viren killen. Immer wenn er Pillen jetzt bist jetzt bist du unverwundbar. Gewesen. Aber nur kurz. Ja. Ah. Man kann auch nicht höher springen als ein bestimmter... Ah, du kannst... du kannst die Biene von oben kaputt treten. Okay. Achtung, Feuer. Ja. Ah, da ist Zeit. Extra Zeit. Das ist aber echt witzig mit diesen Verzerrungen. Mhm. Also es ist halt mal was ganz anderes. So, was das ist eigentlich so ein Effekt, den man eher so aus Demos kennt. Genau, ne? Ich glaube, da kommt das auch so her quasi. Komm, ja. Geht das schon wieder los hier. Was machst du denn?
Genau, das war ursprünglich bei einem Programmierwettbewerb, glaube ich, ich weiß nicht, ob es der Retro aus der Retro-Comp war. Also es gab eine Demo-Version quasi, ist für so einen Programmierwettbewerb auf so einer Demo-Party oder so entstanden. Na. Das war aber mitten ins Schwarze, Markus. Ja. This looks oddly familiar. Genau, und dann wurde eben nach der Party quasi Vollversion veröffentlicht und das ist jetzt die deutlich erweiterte Vollversion Collector's Edition. Oder da brennt's. Da brennt's, sagt er noch? Ja. Ah, ja. Congratulations, your top 9 Squid. Ja, ich bin jetzt A. Bitteschön, verduch du's mal. Soll ich mal? Mach du mal. Ist witzig. Ja, dann gucken wir mal, wie weit ich komme. Finden wir mal. Die Musik ist halt sehr chiptunig. Also da wäre sicher noch mehr gegangen, aber die Grafik, würde ich mal sagen, ist so für Amiga 500 doch durchaus annehmbar. Ist nichts, wo man sich schämen muss dafür. Nö. Gerade mit diesem Effekt ist es halt ganz witzig. Schön finde ich, wenn du mal drauf achtest, diese On-Screen-Displays quasi, die über dem Geschehen drüber liegen. Das ist auch nichts, was du so alltäglich hast. Normalerweise hast du so Punkteanzeigen oder sowas ja durchaus auch mal separat. Ups. So. Und das macht das natürlich gleich nochmal etwas wertiger. Ja. Das war jetzt aber wirklich ein großer. Zumindest sah er gerade so aus, ja. Ja. Und ab ins Portal. So. Ach, wenn man nach unten macht, dann squintet er auch. Ah ja. Okay. Das hast du wahrscheinlich vorhin gemacht, dass du nach unten gedrückt hast. Das will ich jetzt nicht ausschließen. Ich glaube, so kommst du da nicht hin. Also ein bisschen schlechtwertmäßig ist es ja schon manchmal. Und so ein Spiel mit der Rift. Hm? Ja, danke. OMG, there are bees. So, das, da kann man draufspringen. Jo. Extra time. Looks oddly familiar. Also erinnert ein bisschen an Gianna Sisters. Ja, schon, ne? Was nicht das Schlechteste ist. Nein. Also weder das Spiel noch, dass es daran erinnert. Ja, allein so diese Treppenblöcke. Genau. Und diese bröckelnden Plattformen und sowas. Und von unten dran springen und das Ding geht kaputt. Ja. Look what's beneath you. Okay. Oh, neuer Level. Mit dem Goldfischglas? Das ist zusätzliche Squint-Energie, die würde ich. Oh, ein Tentakel. Ein grüner Tentakel. Das ist der grüne war der war auch okay, oder? Und ich würde mal sagen, hier gehe ich kein Risiko ein. So, das kann man jetzt nutzen, um darüber zu springen. Und da ist wahrscheinlich dann der Ausgang. Okay. Ah, da kommt man gar nicht links rüber. Habe ich jetzt was aufgenommen? Ja, habe ich. Was hat es gebracht? Weiß ich nicht. Es war eine 1 irgendwie. Also jedenfalls, da sollte man zum Schluss rüber.
Ah, das war Bonus-Squint-Energie. Ah, du musst also gar nicht die Pillen nehmen, um auf die Bienen drauf zu hüpfen. Nee. Blub, anscheinend nicht. Die Pillen sind einfach nur, dass man von ihnen, wenn man sie woanders berührt, nicht kaputt gemacht wird. Is this a dungeon? Level 7. Oh, neue Musik. Hat was von Monsters. Stimmt. Ich habe gerade überlegt, an was mich das erinnert, aber es ist von Monsters. Oh, da ist ein kleiner Odak. Uah. Jetzt wird's schon interessant. Exit open. Was? Da ist er. Do you like spiders? Kann es sein, dass der nur zwei Kanäle für die Musik nimmt? Weiß nicht. Im Moment würde ich sagen, ja. Ein Kanal für Soundeffekte. Vielleicht zwei für Soundeffekte. Der hat noch so ein Echo drin. Also er hat eine Bassline und ein Echo auf dem anderen Kanal. Okay. Ja, also jetzt wird es schon ein bisschen interessanter hier. Ja, nicht, dass die anderen Level langweilig gewesen wären. So. Hier komme ich jetzt an diese 1. Will ich die nehmen? Keine Ahnung, was es mir gebracht hat. Hat sich irgendwas getan? Ist es ein extra Leben? Exit ist open. Nee, aber jetzt habe ich wieder 2 Leben. Ah. Ich glaube, es ist ein extra Leben. Ist das ein One-Up? Das könnte sein. Das würde erklären, warum dann eine 1 dran ist. Ne? My squinty senses are tingling. Okay. Hm. Jetzt kommen die aus dem Nichts quasi. Das ist natürlich mit von oben runterkommenden Spinnen, gibt es eine ganz neue Miesheitsdimension. Ja, wenn die so aus dem Nichts irgendwie auftauchen, ne? Ja. In der Genau so. Jetzt muss man nochmal ganz links. Hab ich was übersehen? Ja, ganz links ist noch ein Stein. Wupp. Lavafische. Das sind sogar 2. Steht hier auch da unten. Gems 2. So. Du bist echt am Limit von dem Level. Höher kannst du nicht springen. Ja. Yay. Ich glaube, du spielst das jetzt gleich noch durch. Ne? Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um etwa 20 Minuten. Nimm mal. Der kann dir gar nichts, oder? Ich habe ihn nicht berührt. Doing. Ah, man kann ihn auch platt machen, okay. Ja! Wie gemein! Ja. Ein Leben habe ich noch. Gehabt. Aber du hast dich wacker geschlagen. Ich ziehe meinen Hut. Noch letztes, also. Ach, jetzt ist dein letztes Leben. Ja. Ein Reserveleben hatte ich noch. Ich habe noch eine Chance. Der ist noch kaputt.
Da muss weiter. Und Achtung, da kommt gleich so ein Hut raus. Da war's. Jetzt ist offen. Werden wir noch einen Weg, einen weiteren Level sehen? Ja. Kamikaze. Zigzag. Die Musik ist jetzt wirklich nicht so super spannend. Ja. So als mal als Effekt ja ganz nett, aber könnte jetzt durchaus mehr Abwechslung vertragen. Schon, ne? Es ist verdammt schwer, mit diesen sich verändernden die Dimensionen und die Entfernungen richtig abzuschätzen. Ja, klar, das ist ja der Sinn davon. Aha, Falle. Feuer. Na? Ja, da ging es jetzt tatsächlich nicht oben drüber weiter, ne? Ja. Da war Ende des Levels. Auch wenn es so aussah, es geht nicht. So many traps. Ah, genau das Richtige für dich. Das hast du jetzt davon. Weiß man gar nicht, wo man zuerst nicht hin will. Ja, vielleicht kannst du ja ganz normal durchgehen, solange es nicht brutzelt. Hm? Ja. Verzerrte Goldfischglas sieht ja witzig aus. Ja. Also, wie ist dein Fazit, Markus? Witziges Spiel. Oh, also ein bisschen langweilige Musik. Ja. Also das ist wirklich die Musik ist wirklich da hätten wir echt noch mehr draus machen können. Ja, gerade an Amiga. Ja, ja, also gerade am Amiga und insbesondere, wenn man Platz auf CD und so weiter hat. Aber es macht Spaß. Es ist was Neues, was man vorher nicht so hatte. Ich bin jetzt ja auf Anhieb relativ weit gekommen. Es ist jetzt aber auch nicht, es ist jetzt nicht gerade anspruchslos. Und ich vermute mal, die nächsten Levels werden noch härter werden. Hast du noch knapp 30 vor dir gehabt. Genau, und es gibt, glaube ich, auch irgendwie Crushable Blocks, Fragile Paths, Elevator Gear, das hatten wir noch nicht, Warp Portals und sowas. Ja, also auf jeden Fall, ich würde mal sagen, für Knobel Jump'n'Run Fans ist es auf jeden Fall eine Empfehlung. Wieder mal eine Empfehlung bei Polyplay. Genau. Ja, und eine witzige Story. Und eine witzige Story, die das erklärt, warum, wie denn dieses Zwinkern überhaupt zustande kommt. Genau, also ein Jump'n'Run mit Zwinkern und wir hatten es ja schon gesagt, ein weiteres schönes neues Amiga-Spiel. Jo. So. Viel Spaß beim Ausprobieren. Genau, und dann wünschen wir euch viel Spaß mit Zero Sphere. Gibt es ja auch kostenlos eine Version zum Download und das ist jetzt die Collectors Edition mit mehr Levels und so weiter. Und wünschen noch weiter viel Spaß bei was auch immer und sagen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ad Astra.